Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich wollte euch jetzt eigentlich stolz präsentieren, dass der Mod installiert ist und wir uns auch hier mit Metall und Erzen und so weiter teleportieren können, aber irgendwie klappt's nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Installiert ist es, Spiel hat das auch in der Konsole alles angezeigt, als ich es gestartet habe. Ich habe auch alles nach Anleitung gemacht, aber es funktioniert nicht. Eigentlich sollten damit ja alle Gegenstände teleportierbar sein. Ich habe es jetzt noch nicht mit Erzen versucht. Wir können das ja mal probieren. Jetzt war es ja schon fertiges Metall. Aber ich glaube fast nicht, dass es klappt. Ich habe nur leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Sonst hätte ich mich jetzt noch mal länger mit beschäftigt und mal geguckt, ob es da vielleicht noch irgendwie eine coolere Anleitung gibt. Gute Frage. Mal schauen. Wir probieren es jetzt noch mal. Oh, wo ist denn die Truhe? Hier drüben. Ah, ich wollte jetzt nicht so viel, nimm einfach mal ein bisschen was mit. Wird es sowieso nicht klappen, denke ich. Ja, dachte ich mir. Schade. Dann können wir das leider erst auf eine der nächsten Folgen verlegen. Ich hoffe nur ganz stark, dass hier nicht irgendein Vieh ankommt und mir die Kiste kaputt macht. Dann haben wir echt ein großes Problem. Muss mal schauen, ich werde jetzt diese Folge und die nächste gleich hintereinander aufnehmen. Weil ich die nächsten zwei Tage nicht zu Hause bin und deswegen... Oder heute und morgen nicht zu Hause bin, so rum, deswegen nicht dazu komme. Also werde ich es wahrscheinlich dann erst zur Folge zum Montag davor schaffen, mich nochmal mit dem Mod zu beschäftigen. Dass wir das irgendwie hinkriegen. Ärgert mich ein bisschen. Aber den Mod gibt es irgendwie auch nur von einem Anbieter. Zumindest habe ich noch keinen anderen gefunden. Und da ist überall dieselbe Anleitung. Und an sich hat auch alles genauso geklappt, wie es in der Anleitung steht. Ich habe auch die Konsole und alles eingerichtet. Wir können jetzt hier mit F5 nämlich in die Konsole gehen und hier stand das auch alles drin und dass es geladen hat. Ich habe die Konsole geupdatet, hat alles geklappt, aber funktionieren tut es jetzt am Ende irgendwie trotzdem nicht. Naja. Kriegen wir irgendwie schon noch hin. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ist ein sehr, sehr nützlicher Mod. Ich muss mal gucken. Ich glaube, da stecken auch noch andere Sachen mit drin. Nicht nur das Teleportieren. Ich belese mich da am Montag nochmal in Ruhe dazu, weil ich will jetzt auch nicht irgendwie das Spiel noch sehr viel mehr verändern, als es eigentlich sein muss. Aber mit dem Teleportieren von Erzen und so weiter, das fand ich halt doch schon sehr, sehr praktisch, spart uns eine Menge Zeit. Deswegen wollte ich das ganz gern mal so machen. So, was machen wir? Ich würde extremst gerne eigentlich mit euch in die Ebenen. Ist halt die Frage. Ich glaube, wir sind fast schneller, wenn wir laufen, ne? Dann müssen wir dann irgendwann auch mal wieder zurücklaufen. Aber da kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum. Wir packen jetzt mal kurz die Samen weg. Ich hatte jetzt überlegt, ob wir gleich noch Zeug mitnehmen, um uns dort ein Portal zu bauen. Wäre eigentlich nicht dumm. Was haben wir da gebraucht? Edelholz, diese Sortlingkerne und noch irgendwas, ne? 20 Edelholz, Augen, 2 Kerne. Haben wir noch so viel? Oh nein, ein fauliger Geruch von Sumpf. Aber wir sind doch eigentlich ganz gut gesaved. Jetzt kriegt das auch endlich mal mit. Die Sache ist nur, dass unser Dings hier echt scheiße steht. Beziehungsweise nicht mal mehr eine Treppe hat. Aber der Trogger kommt schon mal nicht rein. Ach ja, in dem Moment bleibt er natürlich stehen. Oh geil, One-Shot. Oder? Ja, der war kaputt. Skelett. Aber die kommen nicht rein. Ich treffe sie aber auch nicht. Nein, bleib mal stehen, bitte. Jetzt haben wir ihn. Cool, also unsere Base ist auf jeden Fall erstmal soweit safe. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass die hier rüberspringen. Effektiv läuft jetzt eigentlich gerade nur ein Countdown ab. Das heißt, wir müssen hier, wie ihr oben auf der Karte seht, in dem roten Kreis bleiben. Und irgendwann hauen die wieder ab. Jetzt ist das Coole. Also, naja, dann machen wir es mal so. Ich habe die ganzen Überfälle gehabt. Ich weiß gar nicht, habt ihr schon mal einen mitbekommen? Ich hatte ja irgendwie immer das Glück, dass das passiert ist, wenn ich außerhalb des Videos gespielt habe. Jetzt ist hier natürlich absolut lame. Hey! Sonst war das echt immer heftigst. Aber das ist natürlich cool so. Ich hätte mal die Wachtürme fertig bauen können. Sag mal, was ist denn los?
treffe ich den denn nicht? Jetzt hab ich. Ein Skelett ist auch noch da. Bam, da war er weg. Skelett müssen wir bloß noch treffen. Irgendwie haut das hier gegen den Berg, warum auch immer. Da hinten ist auch noch ein Skelett. Aber ist ja cool, die greifen ja nicht mal unsere Mauern an. Ich hätte ja gedacht, sonst haben die ja auch immer irgendwas eingerissen. Ja, die bleiben ja hier völlig entspannt stehen. Und lassen mich einfach machen. Das gefällt mir sehr gut. Ach, war der nicht geil, der Schuss. Und da haben wir es schon. Ist ja easy. Okay, also komisch, dass sie nicht angreifen. Ich weiß nicht genau, warum. Ich sag mal, dann wäre ja das einzige Problem demnächst noch Trolle. Ja, die natürlich schon irgendwie ein-, zweimal draufhauen und der Zaun ist wahrscheinlich kaputt. Aber hey, wir haben unseren ersten Angriff erfolgreich überlebt. Also ich glaube, ich hab schon mal einen überlebt, aber das war mehr schlecht als recht. So, Edelholz. 20 Stück habe ich gesagt. Brauchen wir. Dann brauchen wir Grauzwergenaugen. Ich glaube 10. Und wir brauchen 2 Surtlingkerne. Wo hatte ich denn das? Bei wertvollem? Ja. 1. Achso, ich bin... Na gut, nee. Funktioniert. Ich habe jetzt überlegt, eigentlich brauchen wir es ja doppelt, damit wir uns auch hier noch ein Portal hinbauen. Aber effektiv können wir einfach schlau sein. Nehmen uns das hier. Müssen wir nur mal gucken, wie heißt denn das Portal? Knochenwann. Gut, das müssen wir uns unbedingt merken. Wir nennen das jetzt mal Ebenen. Knochenwann. Also ich wollte Knochenwand schreiben und es hat nicht ganz gepasst, weil wir nicht so viel Zeichen nehmen dürfen. So, wir nennen das jetzt einfach Ebenen. Dann machen wir uns hier direkt auf den Weg. Ich hätte nur eigentlich ganz gerne noch was zu futtern. Ja, wir brauchen noch ein bisschen was zu futtern. Wir nehmen mal das mit. Und ansonsten sieht es fleischtechnisch so langsam echt mager aus. Sieht denn das aus? 15, 20, 20, 20. Wir nehmen jetzt einfach mal noch die Pilze mit. So, da machen wir uns jetzt auf den Weg zu den Ebenen. Ich freue mich sehr. Da können wir gleich mal Eiktür aktivieren. Schwimmt da ein Reh? Oder ein Hirsch? Ich habe mal von seinem Leid erlöst. So, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass das hier klappt mit der Verteidigung. Das macht uns das Leben natürlich um einiges einfacher, vor allem weniger Tode. Wir hauen uns mal Eiktür ran. Ist das da hinten? Das ist auch ein Hirsch von hinten. Guck mal, können wir uns direkt holen. Dann nehmen wir uns aber mal ganz schnell das Fleisch mit. Warum auch immer das jetzt hier unten gelandet ist. Dann werde ich ganz schön Fleischmangel haben. So, lasst mal schauen. Wir müssen hier runter. Also wir sind eigentlich genau auf dem richtigen Pfad. Könnten natürlich gucken, dass wir ein bisschen hier am Sumpfland dran vorbeilaufen. Und wir hauen uns hier mal noch einen Pilz mit rein. Dann machen wir uns auf den Weg. Dann gucken wir mal, was bei den Goblins so Schönes abgeht. Dass wir uns da ein bisschen rächen für unseren Tod, den sie uns beschert haben. Ach, ich kann an Himbeeren auch nicht vorbeilaufen. Wir brauchen das alles unbedingt für die Tränke. Ich sehe schon, wir sind in den Ebenen angekommen und unser Inventar ist schon wieder komplett voll. Ja, dann gucken wir da mal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir ein paar Moltebeeren oder andere schöne Sachen. Dann können wir das Portal bauen und uns direkt wieder nach Hause beamen. Und dann können wir unsere Zeit erstmal ein bisschen in den Ebenen vertreiben und die erkunden. Bis wir es dann irgendwann mal hinbekommen haben, den Mod zu installieren. Oder ich das hinbekommen habe. So schwer sollte es ja eigentlich nicht sein. War halt nur ein bisschen komisch, weil es standen irgendwie so Sachen in der Anleitung mit drin. Also, dass in dem Hauptordner auch dieser Ordner drin ist. Und das heißt Unrestricted Portals, glaube ich. Und der Ordner war aber nicht mit drin. Da waren 3 andere Ordner drin. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Oha. Ich denke mal fast, das wird der Grund sein. Vielleicht finde ich doch noch eine andere Website oder irgendwas, wo ich das runterladen kann.
Ich würde ganz gern hier oben bleiben. Bitte nicht runterfallen. Sehr schön. Ja, dann gucken wir mal. Und wenn wir das dann hingekriegt haben, dass wir uns teleportieren können mit den Ärzten, dann werden wir mal all unser Zeug upgraden. Wir können auch noch ein bisschen kämpfen nebenbei, weil wir wollen ja die Schlagwaffen eh noch etwas trainieren. Weil, wie gesagt, so überstürzt gehe ich definitiv nicht nochmal zum Knochenwanst. Von wo hat's geschossen? Wenn, dann will ich hier vorher wirklich komplett gut ausgerüstet sein, vorbereitet sein, dass wir das auch mal schaffen. Das heißt, die Schlagwaffen müssen auf jeden Fall noch ein ganzes Stück höher. Wir stehen jetzt aktuell bei 46, kurz vor der 47. Ja, ich sag mal, ja, weiß nicht, so eine 60 vielleicht. Wäre auf jeden Fall schon schön. Höher wäre natürlich noch besser. Aber es wird halt auch immer schwieriger, da aufzusteigen. Beziehungsweise dauert halt einfach länger. Mal schauen, wie wir es hinkriegen. Aber das Ganze soll jetzt erstmal nicht eilen. Ich habe den Knochenwanz gedanklich jetzt erstmal so ein Stückchen beiseite geschoben. Dass wir uns hier nicht so lange rumärgern. Ich freue mich sehr auf die Ebenen. Endlich auch mal irgendwie was Neues. Neue Items, die wir hoffentlich finden werden. Das wird schon cool und dann können wir uns auch irgendwann mal so ein Met des Frostwiderstands brauen. Dann können wir auch hier das Gebirge mal etwas näher betrachten. Du erfrierst. Ja, ist gut. Bin doch schon raus. Guck mal, hier ist warm. Okay, passt. Eiktür ist gleich vorbei. 40 Sekunden noch. Ich sammle hier erstmal in aller Ruhe Dinger ein und habe noch nicht mal meine Waffe eingesteckt. War ein bisschen doof. Aber ich muss sagen, vom Weg her geht's eigentlich. Also gerade mit Eiktür-Skill drauf sind wir hier doch relativ schnell langgerannt. Haben auch gleich noch ein bisschen was von der Karte mit aufgedeckt. Und vor allem Himbeeren und Blaubeeren gefunden. Das ist echt wichtig. Wir müssen da ein bisschen mehr drauf gucken in Zukunft. Die Tränke halt echt ohne Ende kosten. Wir werden in Zukunft ohne Tränke und Co. gar nicht mehr auskommen. Ja, damals auf der 47. Stark. Und du nochmal. Naja, wir sammeln jetzt erstmal kurz ein, was hier geht. Auch wenn das Inventar, es ist schon wieder komplett voll. Da dürfte es gerne einen Mod geben. Ja, jetzt bin ich einmal angefixt. Jetzt möchte ich alles verbessern, was mich nervt. Nee, aber vielleicht weiß ich nicht, so eine Reihe noch mehr. Das würde echt gut tun. Naja, wir machen das so, wenn wir dort angekommen sind, bauen wir das Portal, dann reißen wir schnell zurück. Machen unser Inventar wieder frei. Und dann können wir in aller Ruhe dort mal ein paar Goblins jagen. Ich freue mich wirklich drauf, wenn wir das dann alles hier mal auf der 2 haben. Also ich muss sagen, das ging zu reparieren. Die Metallrüstung an der Schmiede, aber den Trolllederumhang kriege ich definitiv nicht repariert. Ich weiß nicht warum. Denn der ist nicht schlimm, das gibt eh nur einen Punkt, aber irgendwie kriege ich den nicht repariert. Gerade so aus, als hätten wir. Von hier sieht es so ein bisschen aus, als wäre es eine goldene Rüstung. Pilze ohne Ende. So, wie sieht's denn aus? Wir sind gleich da. Ich laufe hier mal ein bisschen weiter drüben, dass wir die Karte schön aufdecken. Noch mehr Pilze. Ey, aber hier ist echt eine Menge los. Was die Vegetation angeht, das freut mich. Das ist nämlich dringend nötig. Und da sind wir auch gleich schon wieder da. Cool. Ja, ging eigentlich relativ fix mit der Eiktür. Sind wir ganz gut durchgekommen. Wenn
wir dann noch ein Portal hier haben, dann passt das. Ich bin mal noch am Überlegen mit den Portalen, ob wir uns eventuell mal ein cooles Portalhaus bauen. Das wäre schon ganz geil, so mit verschiedenen kleinen Räumen, wo jeweils nur so ein Portal drin steht, ein kleines Schild über der Tür, wo wir ranschreiben, wo wir uns dahin teleportieren. Weil jetzt so quer über dem ganzen Grundstück verteilt, finde ich irgendwie auch Mist. Gut, dann brauchen wir erstmal eine Werkbank. Nee. Ja, ich habe kein normales Holz mitgenommen. Na gut, das kriegen wir ja schnell zusammen. Das soll nicht das Problem sein. Ich habe nicht meine Axt mit. Muss leider das Schwert mal herhalten. Ein Holz nur. Das ist doch Abzocke. Jetzt brauchen wir die kleinen Büsche hier. Ja, ich sollte mir auch wieder angewöhnen, so ein paar Sachen in der Truhe zu lassen, wenn wir hier auf Erkundungsmissionen gehen. Nein, jetzt haben wir das Schwert trainiert. Naja. Ja, bei dem Flug oben hätten wir nicht gebraucht. So viele verschiedene Arten von Pfeilen sind eigentlich auch Schwachsinn. Nimmt alles Inventarplatz weg. So, haben wir jetzt genügend. Haben wir, sehr gut. Ich baue mal wieder ein bisschen am Wasser, weil bis auf das eine Boot, was wir mal leider verloren haben, habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, hier am Wasser zu bauen. Am Sumpf klappt es ja auch. Dass uns das hier niemand einreißt. Ich würde gerne mal wissen, was mit dem einen Portal ist, was wir im dunklen Wald irgendwo stehen haben. Das weg ist? Auf jeden Fall hatte ich da mal eins gebaut. Das, ich habe auch den Namen vergessen von der Erkennung. Aber auch keine Ahnung mehr, wo genau wir das hingebaut haben. Glaube ich zumindest, aber naja. Brauchen wir sowieso nicht mehr. Dann lasst uns mal gucken. Hier, ein Portal. Ich baue das jetzt einfach direkt hier hin. Wir nennen das Ebenen. Dann müsste es sich gleich verbinden. Jetzt, ich hatte schon Schiss gerade. Dann machen wir schnell unser Inventar leer, machen wieder zurück. Dann können wir ja schon mal die ersten Goblins jagen und dann ist erstmal leider Folgenende angesagt. Oh, was haben wir denn alles gesammelt? Eine ganze Menge Pilze. Ich versuche so schnell wie möglich hier alles leer zu machen. Also ich finde das generell schon ziemlich cool, muss ich sagen, mit unseren Truhen hier. Man hat dann halt auch irgendwann relativ fix die Reihenfolge drauf. Und somit geht das ja eigentlich ganz flink. So, bei Waffen packen wir jetzt mal kurz hier das und das weg. Dann haben wir gut, eins nehme ich mal noch mit. Ach so, das. Nee, ist nicht dasselbe. Feuersteinpfeil. Eisenpfeil. Cool. Komm, wir nehmen mal Eisenpfeile mit. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie stark die Goblins nun wirklich sind. Deswegen nehmen wir lieber doch mal ein paar Pfeile mit. Jetzt haben wir 43 oder so. Das sollte erstmal gehen. Dann hauen wir uns hier nochmal schnell was in den Rachen. Auf geht's zurück und dann sind wir doch eigentlich gut vorbereitet. Da haben wir noch knapp 15 Minuten ausgeruht. Wir haben eigentlich eine ganz gute Kombination an Nahrungsmitteln gerade. Da sollten wir ordentlich Leben und Ausdauer rausholen können. Oben ist ein Wildschwein. Ich würde es mir echt gerne holen. Wegen Fleisch und so. Weil gerade jetzt die Zeiten, wo ich auch mal außerhalb des Videos hier gespielt habe oder außerhalb des Let's Plays, wo ich halt die ganzen Steinplatten gebaut habe oder keine Ahnung, so die ganzen Aufgaben, die halt echt monoton sind und lange dauern. Ist halt die Sache, man hat da trotzdem keine Lust, nur mit so einem Mini-Ausdauerbalken rumzurennen. Deswegen frisst man halt die ganze Zeit Fleisch und so weiter. Und dann mal so 3-4 Stunden einfach nur Steinplatten baut und die ganze Zeit Fleisch frisst, gehen halt die Vorräte echt schnell weg. Man muss da eine gute Balance finden zwischen mal sammeln und arbeiten. Finde ich prinzipiell auch gut. Okay, also hält schon mal recht viel aus. 50 Schaden. Kann ich das blockieren? Ah, hau doch zu. Komplett blockiert. Geil. Und unsere Waffe. Okay. Gut, also wir haben eine realistische Chance. So, mal gucken, was der fallen lässt. Schwarzmetallschrott. Ach, bei den Goblins gibt's das schon.
Okay, cool. Das soll ja eigentlich... Oh, 10 Kilo 1. Wir haben kein neues Rezept dazugelernt, ne? Das soll ja eigentlich das stärkste Material sein. Ich wusste nicht, dass es das schon bei den Goblins gibt. Das ist natürlich erstmal cool. Vielleicht gibt es ja eine Schwarzmetall-Streitkolben. Gehen wir einfach mit dem auf den Knochenwanst los. Mal gucken, also Rezept gab es jetzt noch nicht für irgendwas. Aber wenn wir es... Oh, oh. Oh, der Tod ist Kito. Nein. Ich habe irgendwie echt komische Videos manchmal zu den Viechern gesehen. Nadel. Neues Material. Ach, ist das schön, mal wieder was Neues zu entdecken. Schwarzmetall und Nadel. Ja, vor diesen Mücken muss man irgendwie ein bisschen aufpassen. Gerade wenn man nicht mehr viel Leben hat und wegrennt vor so einem Goblin. Ich habe ein paar Videos gesehen, wie auf einmal so ein Vieh vorbeigeflogen kommt, einmal zusticht und dann... War's das? Wildschwein da unten geht baden. Hier ist erstmal nichts weiter. Da drüben ist noch ein Goblin. Der wäscht sich gerade die Füße. Na, nicht getroffen. Jetzt aber. Come on, jetzt. Jawohl. Und er hat ordentlich abgezogen. Ja, im Wasser ist halt doof, ne? Kannst du nicht so rennen. Aber ich muss sagen, ich mag die Goblins bisher. Münzen und wieder Schwarzmetall. Einerseits sind es halt mal Gegner, die Erze droppen. Hatten wir ja bisher auch noch nicht. Oh, wir müssen Folgenende machen. Wir sind schon 2 Minuten drüber, sehe ich gerade. So ist das, wenn man hier was Neues hat und sich endlich mal drauf freut, ein bisschen Abwechslung wieder zu kriegen. Gut, dann machen wir erstmal Schluss an der Stelle. Morgen 19 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.